Fröhliche Weihnachten an euch, meine lieben Leute! Ich wurde die Superstring-Theorie entwickelt, nach der ein Elementarteilchen von 10 hoch minus 35 Metern Durchmesser das Grundelement aller Materie ist. Daraus wurde die Existenz einer unendlichen Zahl von Parallelwelten abgeleitet. Diese Welten sind von unserer durch zusätzliche Dimensionen im subatomaren Wissenschaft werden, als Professor William Kaufman seine Arbeit über die UBQ-Strings veröffentlichte. Laut Kaufman sind Reisen in eine Parallelwelt durch das sogenannte String-Tunneling möglich. Viele Wissenschaftler folgten dieser Theorie zwar im Grundsatz, bezweifelten aber, dass die benötigte Energie der Physiker Anthony Xu im Juli 1999 einen Versuch zur Materie-Antimaterie-Reaktion durch. Dabei kam es allerdings zu einer Explosion, die 11 MIT-Mitarbeitern das Leben kostete. Der daraufhin gegen Xu angestrengte Prozess wegen fahrlässiger Tötung endete heute knapp. Reaktion, Materie, Antimaterie. Du stehst im Licht, Kumpel. Commander Slade? Volltreffer. Wollen Sie auch mein Gewicht raten? Ich bin Major Vernon, Sir. Wir haben eine Situation höchster Dringlichkeit in einem unserer Vorposten. Und ich werde Sie dorthin bringen. Kann ich noch austrinken? Wohl nicht. Entschuldigen Sie, aber wir sind gleich am Ziel und ich will Sie noch briefen, bevor wir landen. Dann fangen Sie mal an. Ja, in der Einsatzbesprechung werden Sie sehen, dass gestern am frühen Abend ein streng geheimes Militärexperiment gestartet wurde. Haben Sie einen Kaffee? Nein, Sir, wenn Sie bitte zuhören würden. Okay, ich bin ganz Ohr, Major White. Tja, wie Sie vielleicht wissen, wollten die Wissenschaftler schon seit ein paar Jahren in Parallelwelten reisen und gestern haben wir es geschafft. Was geschafft? Wir sandten eine Sonde über die Grenze, die uns trennt, von anderen Dimensionen. Ist das wahr? Wo seid ihr gelandet? In Holland? 71 Minuten lang empfingen wir Daten von unserer Sonde, bevor sie ein Wesen von drüben beschädigte und sie einen Energiestoß in unsere Welt sandte, dem eine atomare Kettenreaktion folgte, die uns etwas entglitt. Ihr teures Labor ist jetzt voll hin. Nicht ganz. Pilot, drehen Sie 30 Grad Richtung Hafen. Es implodierte. Was ist los? Die Sonde, die Sie in die Twilight Zone schossen, brannte durch und zog uns irgendwo rein? Ja, genau. Und der Wirbel wird einfach immer größer, Commander. Wir denken, in 25 Tagen ist die Erde nicht mehr als eine bloße Erinnerung. Und was soll ich hier? Sie sollen eine Gruppe von 3 Wissenschaftlern in dieselbe Parallelwelt bringen und drüben die Sonde reparieren. Ich bin Nahkampfspezialist und kein Touristenführer, das sollten Sie doch wissen. Alpha 1 bereit zum Einsatz. Ich wiederhole, Alpha 1 bereit zum Einsatz. Ich sage nur, Anthony, wir waren nicht bereit. Ich war genauso wild, unsere Theorien zu testen, aber das gab uns kein Recht, dass... Uns? Was kann ich für die Fehler in Ihren wilden Theorien, Kaufmann?
Meine Energiequelle hielt stand. Und finden wir die Sonde, werde ich... Gentlemen, das ist Commander Cutter Slate. Er wird sicherstellen, dass Sie keine Probleme auf Ihrem Trip haben. Nicht mehr, als Sie jetzt schon haben. Das ist Professor William Kaufman, Leiter des Cristobal-Projekts. Ist mir eine Ehre, Commander. Ich bedauere zutiefst, dass... Das tun wir beide, Professor. Ja. Und Professor Anthony Xu, Professor Kaufmans... Rechte Hand, ja? Ohne mich wäre noch bei den Blaupausen. Wo wir besser mal geblieben wären. Sparen wir uns die Spekulationen, bis wir das Löchlein gestopft haben, Gentlemen. Professor Kaufman, Sie werden beim Pet erwartet. Nur noch eine Sekunde, Major. Also, Professor raus damit, was ist Ihr Plan? Na also, wenn wir in der anderen Welt sind, suchen wir die defekte Sonde und reparieren die Systeme mit diesen Ersatzkarten. Dieser Defekt kann an allem, von der Energiequelle bis... Es ist nicht die Energiequelle, es ist das String-Tunneling-Gerät. Ah, wir werden da schon bald rausfinden, Professor, nicht wahr? Jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss rüber zum Pet. Ach ja, warum hat man Sie gewählt, Commander? Ich hab die Arschkarte gezogen. Gut, dass wir alle was gemeinsam haben. Wir sehen uns dann drüben, Gentlemen. Nur noch ein kleiner Schritt und ich hätte bewiesen, dass meine Energiequelle funktioniert. Und dann das nenne ich verdammtes Glück. Keine Sorge, Professor, bleiben Sie nah bei mir und wir kommen da durch. Hör zu, G.I. Joe, ich werde das nur einmal sagen. Befehle nehme ich von niemandem entgegen, ist das klar? Ach ja? Ich habe so das Gefühl, Sie werden uns Ärger bereiten. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Na, das kann ja heiter werden. Leider. Wir haben bereits eine Sendung mit neuesten Waffen in die andere Welt geschickt. Die Anweisungen sind in Ihrem Einsatzbericht. Danke. Und ach ja, Sie sagten 3 Wissenschaftler. Bis jetzt kenne ich nur 2. Wolf! Oh Gott. Was macht die denn hier? Sie kennen sich schon? Eher flüchtig. Ich kenne Ihre Anwälte bestens. Wegen damals. Gibt es ein Problem? Ich weiß nicht genau. Gibt's eins, Wolf? Ich will die Senatoren nicht wieder aufscheuchen. Meine Mutter hat nichts damit zu tun. Ich bin aus freien Stücken hier. Miss Wolf ist unsere Exobiologin, Commander. Wenn Ihre Mission länger als erwartet dauert, sagt sie Ihnen, welche Käfer und Pflanzen Sie essen dürfen und welche eben nicht. Sie wird auch versuchen, Kommunikation mit den Wesen aufzunehmen, die wir in der Sonde sahen. Das Wort Kommunikation aus Ihrem Mund? Wie witzig. Sie verstehen wirklich nicht. Was passiert denn? Eure Willkommensparty wird wohl noch etwas warten müssen. Commander, Sie werden beim Pet erwartet. Sofort. Miss Wolf? Worum ging es da gerade? Na, da habt ihr mal wieder toll recherchiert. Nun mal ehrlich, Vernon. Bringt uns dieses Ding wirklich heil dort rüber? Wollen Sie lieber hierbleiben? Ausnahmsweise mal nicht. Zerstören Sie nur nicht alles, bis ich heil wieder zurück bin, okay? Wir geben uns Mühe, Commander. Viel Glück. Zonquarta! Hey, geht das auch ein bisschen leiser? Mir platzt gleich der Schädel. Ulukai, bist du verletzt? Ich glaub schon, Doc, nur mein Gehör spielt leicht verrückt. Das verstehe ich nicht, Ulukai. Ulukai? Ist das ein hochgestochenes Wort für verdammte Scheiße? Was ist hochgestochen? Wer bist du? Wo sind die anderen? Ich bin Sokrüm.
Der Anführer der Dolotai-Wächter. Welche anderen meinst du? Andere. So wie ich. Wir haben nur dich gefunden, Ulukai. Da waren keine anderen. Großartig. Und jetzt? Jetzt? Jetzt helfen wir dir, die fünf Mons zu finden und Feran zu bekämpfen und seinen Kriegerführer Kroax. Dann werden alle auf Adelpha erlöst werden. Oho, immer langsam, Häuptling. Ich störe ja nur ungern. Aber ich habe schon eine Welt zu retten. Ja, Ulukai. Und das ist Adelpha. Warum nennst du mich immer Ulukai? Mein Name ist Cutter Slate. Vor Hunderten von Monden sprach der Prophet Kassar von einem Auserwählten, dem Ulukai, der dieser Monde kommen würde, um Adelpha vor der Vernichtung durch Feran zu bewahren. Dazu muss er fünf Mons finden, fünf heilige Gegenstände, die überall in den Regionen von Adelpha verteilt sind und ihn erwarten. Klingt, als hättet ihr ein paar Probleme. Zokrim, war doch richtig, oder? Aber zuerst muss ich die anderen drei aus meinem Team und eine beschädigte Sonde finden. Das hat höchste Priorität. Wenn ich dann noch Zeit haben sollte, werde ich euch unter die Arme greifen, okay? Wie willst du es denn anstellen, dein Team und die Sonde zu finden? Wo du gerade danach fragst, keine Ahnung. Dann sollten wir eine Vereinbarung schließen, Ulukai. Ich werde die anderen Dolotai-Wächter bitten, in ihren Regionen nach deinen Sachen zu suchen. Wenn sie etwas entdecken, geben sie mir Bescheid und ich informiere dich. Wie viele Männer seid ihr? Einst waren wir mehr als 1000. Jetzt sind wir nur noch knapp 100. Und mit jedem Mond werden es weniger. Wenn ich dir also helfe, die Mons zu finden, dann werden eure 100 Paar Augen und Ohren sich auf dieser Welt umsehen? Genau. Ich habe ja nicht viele Alternativen, aber wie wollt ihr wissen, wo ich bin? Wir werden es wissen, Ulukai. Viele Talaner werden erst an dich glauben, wenn sie von deinen guten Taten hören. Sie werden dich genau beobachten. In Ordnung. Also die Sonde ist so ein glitzerndes Ding aus Metall. Und ich muss sie zuerst finden. Suchst du das hier? Ein Rucksack. Wo hast du den denn her? Wir haben ihn und viele heilige Gegenstände der Jods dort gefunden, wo du eingetroffen bist, Ulukai. Nein, die Sonde ist viel größer. Der Rest der Ausrüstung ist auch noch dort. Nein, Ulukai. Wenn die Talaner heilige Gegenstände finden, nehmen sie sie meist an sich, um ein Stück der Jods zu haben. Es gibt ihnen Hoffnung, dass sie eines Mondes helfen werden. Die meisten Talaner werden diese Dinge nicht einfach so abgeben. Diese Mission ist ein Kinderspiel, Commander. Es ist ein simpler Rettungseinsatz. Was soll schon schiefgehen, ha? Fassen wir mal zusammen. Ich habe meine Crew verloren, kann die Sonde nicht finden. Meine Ausrüstung wird von ein paar Eingeborenen wie ein Rosenkranz angebetet. Und ich habe meinen Rucksack mit einer HKP-12 und 30 Magazinen. Diese Mission kommt irgendwie wohl gleich nach Fuba. Ich habe nichts von dem verstanden, Ulukai. Aber wenn du noch Dinge suchst, möchte ich dir das hier geben. Was ist das? Dieses Gamsaf soll das Phantasma eines Talaners beschützen. Wenn man es festdrückt in seinem Innern, erscheint dann ein Leuchten. Und wenig später verströmt es ein helles Licht. Man glaubt, das eigene Phantasma wird so auf das Gamsaf übertragen. Allerdings kannst du dich nicht bewegen, solange das Licht leuchtet. Okay, Auszeit, Häuptling, das ist zu viel. Ich muss erst mal einen klaren Kopf kriegen. Kann ich mich irgendwo einen Moment ausruhen? Natürlich, Ulukai. Unser Lager steht dir völlig offen. Du solltest dich mit meinem Sohn Jan unterhalten. Er kann dir helfen. Anschließend solltest du zu mir zurückkehren. Ich werde dann das Daoka öffnen, sodass du dich auf deine Reise begeben kannst. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Ja, Metal-Leute zusammen und herzlich willkommen hier aus einem Dorf, ja. Und ja, ich wollte euch eigentlich am Anfang vor dem Spiel erklären, was es damit auf sich hat. Aber ihr seht schon, ne, es sind 14 Minuten, die alleine für das Intro draufgegangen sind. Ich sammle hier mal ein paar Sachen, während ich euch ein paar Sachen erzähle. Dieses Spiel hat einen ganz besonderen Platz in meinem dunklen Herzen, denn ich habe es vor Ewigkeiten
als die erste Version davon rauskam, oder ist ein Medkit, das wusste ich gar nicht, habe ich es gespielt. Es war eines der wenigen Spiele, die ich gespielt habe, kurz nachdem sie released wurden. Ihr wisst ja, normalerweise spiele ich Spiele erst, wenn sie ja schon ein paar Jahre alt sind, weil ich eine geizige Sau bin. Guck mal, da ist Schnee draußen. So, ich werde noch weiter mit den Jungs hier reden. Das hier ist die Tutorialwelt sozusagen. Und das ist übrigens ein Remake des Originalspiels. Ich habe auch das Originalspiel noch. Aber dieses Originalspiel, ich sammle hier noch ein paar Ressourcen. Ihr werdet später wissen, was es damit auf sich hat. Dieses Originalspiel ist von seiner Grafik her, also das hier ist ein Remake und das Originalspiel hat eine Grafik, die damals erstaunlich geil war. Und als ich es jetzt gesehen habe, als ich es nochmal geladen habe, habe ich einfach gedacht, wie konnte ich das damals so geil finden? Aber da kannst du mal sehen, so irgendwie, ne? Heute kommt es mir so vor, als wäre die Grafik damals so, also wenn ich jetzt nicht gesehen hätte, wie sie war, ne, dann hätte ich angenommen, die Grafik war so wie hier, ne? Also hätte ich nicht nochmal ins alte Spiel reingeguckt, ich war ernsthaft erschrocken. Ja, wir sind jetzt hier in der Tutorial-Gegend und hier kann man noch nicht viel machen, wir müssen hier ein paar Prüfungen absolvieren, die meisten davon sind eher popelig. Wir quatschen hier auch noch mit ein paar Leuten. Also ich sammle hier noch, was ich gerade aufsammle, ist massenweise Munition. Und das ist nötig, denn eine der Sachen in diesem Spiel, die richtig rar sind, ist Munition. Und ich weiß noch, ich habe mich letztes Mal halb tot gesucht nach Munition, ehe ich dann endlich kapiert habe, dass man Munition auch anders bekommen kann. So, wir gucken hier nochmal rundherum. Warte mal. Ah, Essen und Kaffee. Ne? Das ist immer das alte Thema. Hänge ich jetzt hier fest oder was? Scheiße, ja. Man kann sich auch mal festbacken in dem Spiel. Und es gibt übrigens keine Möglichkeit, dann da rauszukommen, wenn man hier in der Tutorialwelt ist. Das ist eine der Sachen. So, nee, wir gehen jetzt mal mit Zugriem noch eine Runde reden und mit den ganzen Leuten hier. Ja, ich will möglichst die Folgenenden einhalten. Ich muss auch ein bisschen aufpassen mit der Facecam. Ich habe hier nämlich nur eine kleine Facecam-Karte, also eine 32 GB statt der 64 GB, weil ein kleiner Unfall passiert ist. Das erzähle ich euch alles später. Ich will es nicht gleich alles wieder von Anfang an. Ja, das hier ist das zweite Spiel, das ich euch über Weihnachten vorstelle. Zugrim, mein Guter. Komm mal her, Digga. So, wir wollen ein paar Sachen wissen. Er hat vorhin gesagt, er würde uns ein Daoka öffnen. Was ist denn ein Daoka? Hast du mal eine Sekunde? Was ist ein Daoka? Daokas sind Reiseportale, die es schon seit Abertausenden von Monden auf ganz Adelpha gibt. Kein Talaner weiß, wer sie errichtet hat. Aber man kann damit schnellstmöglich in die Regionen reisen, in denen sie sich befinden. Damit uns nach deiner Rettung keine Krieger folgen konnten, haben wir unseres abgeschaltet. Ihr Handy abgeschaltet. Ihr merkt vielleicht auch, was ich gleich von vornherein sagen wollte. Der Sprachsound ist der Originalsprachsound. Und zwar allein aus dem Grunde wahrscheinlich, weil dieser epische Hauptsprecher des Charakters, ihr werdet wissen, für welche Synchronisation er normalerweise bekannt ist. Einer hier, falls der Herr Kittenkurm da hier guckt, der sich ja wunderbar mit Synchronsprechern auskennt, der wird es wissen auf jeden Fall. Und ich finde, diese Stimme passt einfach und der Charakter passt einfach so klasse und der Humor passt einfach so klasse. Das passt alles so gut zusammen. So, was ist ein Mon? Wir sollen ja 5 Mons finden, hat er gesagt. Was war nochmal mit den Mons, von denen du mir erzählt hast? Es heißt, du würdest nach Adelpha kommen und die 5 Mons wieder vereinen. Damit würde der Herrschaft des Feran ein Ende gesetzt und auf ganz Adelpha würde wieder Frieden einkehren. Und was genau ist ein Mon? Das weiß kein Talaner so genau. Kassar hat die Mons einst entdeckt. Nachdem er umgekehrt worden war, haben die Shamassi vor Ferans Kriegern versteckt. Um sie zu finden, musst du in jeder Region, in die du reist, den jeweiligen Shamas aufsuchen, Ulukai. Also wenn du jetzt hier nur Bahnhof verstehst, ne? Oder Ulukai, das ist ganz normal. Das hier ist eine andere Kultur. Das finde ich in diesem Spiel so total geil gemacht, dass du eine Kultur kennenlernst, eine völlig neue Kultur. Und erstmal die Begrifflichkeiten lernen musst, erstmal begreifen musst, was was ist. Und das hat mich damals auch so total fasziniert. So, bald ist eine Folge zu Ende. Ich kann auch ein bisschen überziehen, aber das soll eigentlich nicht. So, was ist denn ein Jod? Was ist ein Jod?
Die Jods sind Mächte, die vom Himmel aus über uns wachen und uns Talanern unser Phantasma geben. Sie waren es, die dich zu uns gesandt haben. Das hoffen wir zumindest. Ach, immer. Das ist geil. Ein Gamsaf. Die Bezeichnung finde ich so toll, weil... Sag mal, Zokrim, was hat es mit diesem Gamsaf auf sich, das du mir gegeben hast? Es gehört dir. Ein Gamsaf ist ein sehr besonderer Gegenstand auf Adelpha. Es gibt nur sehr wenige davon. Schöne Klasse, aber wozu ist es gut? Wenn du es in deine Hand nimmst und drückst, leuchtet es auf und ein Ton erklingt. Wenn sich das Ganze vollständig mit Energie aufgeladen hat, erzeugt es einen hellen Blitz, der dein Phantasma retten kann, wenn du umgekehrt werden solltest. Oh, das ist ja toll. Achte aber darauf, dass du es nicht in der Nähe der Krieger benutzt. Sie würden es hören und angerannt kommen. Die Funktion deines Gansaf wird übrigens gestört, wenn es anderen Energieströmen ausgesetzt ist. Dann musst du wieder von vorn beginnen. Wie oft kann ich es benutzen? Ich glaube unbegrenzt, Ulukai. Gamsaf, safe game. Ich erkläre es euch mal. Also, es würde am Ende noch sowieso rauskommen. Ich habe mich letztes Mal gefragt, was es soll, und war dann eigentlich, ich hab so gelacht. So, ich mache hier nochmal die Sprachoptionen zu Ende und mache dann das Folgenende. Was sind Wächter? Kannst du mir noch etwas mehr über die Dolotai-Wächter sagen? Alle Talaner, die das Fee-Phantasma besitzen, waren früher Dolotai-Wächter. Weil uns unser Phantasma kämpferische Fertigkeiten verleiht, wurden wir zu Jägern und zu Beschützern der Talaner. Und warum hat sich das geändert? Als Feran nach Shamazar kam, begann er, einige Fee-Talaner aufzuhetzen. Er sagte ihnen, dass die Fee stärker seien als andere Talaner und deshalb ihre Anführer sein sollten. Die meisten Fee hörten nicht auf ihn, aber ein paar weniger ehrenvolle Talaner ließen sich überzeugen. Warum habt ihr nicht versucht, ihn aufzuhalten? Viele von uns begannen, die Anhänger von Feran zu bekämpfen. Aber die Talaner müssen den Weg des Friedens gehen, sonst nehmt ihr Phantasma Schaden. So ging es viele tausend Monde lang. Kassar forderte uns auf, gewaltlos gegen sie vorzugehen, und wir haben ihm gehorcht. Aber Feran erkannte seinen Vorteil und kehrte viele von Kassars Anhängern um. Und wie sieht es jetzt aus? Mittlerweile sind nur noch wenige von uns übrig. Feran hat alles getan, um uns das Mitspracherecht auf Adelpha zu verweigern. Aber wir kämpfen auf unsere Art weiter. Viele Talaner wollen, dass wir siegen, aber die meisten haben Angst, es offen zuzugeben. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Ja, das wird alles in ein Lexikon reingeschrieben übrigens. So, ich mache das noch weiter hier. Info, wer ist Kroax? Was kannst du mir über Kroax sagen? Ich war noch sehr jung, als er zum Anführer von Ferans Kriegern bestimmt wurde. Bevor mein Vater umgekehrt wurde, erzählte er mir, dass Kroax immer schon versucht hat, sich andere untertan zu machen und Macht über sie auszuüben. Wie sind er und Feran zusammengekommen? Nachdem Feran in Shamazar angekommen war, traf er sich einige Male mit Kassar. Jeder wusste, dass sie ständig heftig miteinander diskutierten. Kroax erkannte seine Chance, sich mit Feran zusammenzutun, und gemeinsam begannen sie, ihre Macht über die Schwachen auszubauen. Was ist Shamazar? Was weißt du über Shamazar? Das ist die Region, in die das Daoka in unserem Lager führt. Es gibt dort viele Tempel, und viele Talaner in dieser Region werden gezwungen, Nahrung für Ferans Krieger anzubauen. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Ich sag ihm einfach mal, ich bin fertig zum Aufbruch, obwohl ich das noch nicht bin. Also, wie komme ich von hier weg? Hast du Jans Prüfungen bestanden, Ulukai? Nein, noch nicht. Ich denke, du wirst seine Hilfe sehr zu schätzen wissen, Ulukai. Komm bitte wieder zu mir, wenn du sie gemeistert hast. So, ich gehe mal raus aus der Sache. Übrigens, man kann das Spiel auch mit Gamepad spielen, also mit einem Controller. Aber das ist so. Organische Energie geortet. Ja, ist ja gut. Dieser Computer sagt einem ständig, dass irgendwas in der Nähe ist und so weiter, und man findet es meistens nicht. Also ich bin zumindest zu blöd dazu. Das da ist ein Daoka. Das ist momentan. Aber gehen wir einfach durch, ja. Ah, guck mal, ich bin durch das Portal gegangen. Ich gehe wieder durch das Portal. Jetzt gehe ich in die Welt zurück. So, guck. Jetzt bin ich in Shamazar. Jetzt bin ich in Klamazar. Und ihr seht das Symbol da oben, das zeigt eine Palme.
Das wird euch bald klar werden, wieso. Aber ehe ich euch jetzt auf die Palme bringe und mich selber, denn es ist schon 25 Minuten diese Folge lang. Ich sage ciao mit S wie Shamazar bis übermorgen. Ja, übermorgen, das wird dann der 27. Dezember 2023 sein. Wenn wir mit noch ein paar Vögeln reden, Jans Aufgaben absolvieren und vielleicht schon durch das Daoka gehen. Ja, das Spiel ist langwierig und es geht auch nicht die ganze Zeit nur um Reden. Es ist bei weitem nicht so sprachlastig, wie es am Anfang den Anschein macht. Es gibt auch noch ordentlich Action. Das kann ich euch versprechen. Also, ich sage ciao mit S wie Shamazar und ja, tschüss.